Trinkwasser in Top-Qualität direkt aus der Wasserleitung. Ein Luxus, der nicht selbstverständlich ist. Um das kostbare Nass in einer Tourismusmetropole wie Ischgl rund um die Uhr sicherzustellen, ist ein nicht unbeträchtlicher Aufwand notwendig. Erst im Sommer 2011 wurden von der Gemeinde weitere Wasserspender im Fimbartal erschlossen. Gesteuert wird die gesamte Wasserversorgungsanlage vom Gemeindeamt aus. Primär ist es eine Überwachungsanlage, die also zeigt, ob Störungen sind, ob der Hochbehälter ausreichend Zufluss hat, ob irgendein Rohrbruch ist. Es können also auch bei zu großen Wasserentnahmen beim Rohrbruch die Klappen automatisch geschlossen werden. Und man kann zum Beispiel auch die Förderung der Brunnen vom Tal aus oder auch von jedem Ort, wo Internetverbindung besteht, zuschalten, abschalten. Man kann auch die Fördermenge des Brunnens verändern. Also eine sehr ausgeklügelte Anlage. Vor allem ist der Wassermeister in der Lage, das auch von zu Hause zu erkennen, und er muss es nicht zum Gemeindeamt kommen. Eine Besonderheit stellt der Hochbehälter Kalvarienberg dar. Ein Drittel des Wassers in den beiden je 500 Kubikmeter fassenden Kammern kann als Schneiwasser verwendet werden. Laut Gesetz darf zur künstlichen Beschneiung nämlich ausschließlich Trinkwasser zum Einsatz kommen. Bei der Pumpstation beschneien wir von da runter Richtung Hotel Seespitz und hoch bis die Trägler. Das Areal, die Strecke wird in etwa sein zwischen 500 und 1 Kilometer zum Fahren, also ohne die Breite für Piste. Also nur die Richtung einmal abfahren in etwa. Der Hochbehälter Brenner wurde erst im Sommer 2011 generalsaniert. Auch jener am Kalvarienberg befindet sich auf dem modernsten Stand der Technik. So wird beispielsweise die Zuluft eigens gefiltert, um zu verhindern, dass Pollen in die Trinkwasserversorgung gelangen. Wassermeister Ottmar Wechner wacht über diese und alle anderen Wasserversorgungsanlagen mit Argusaugen. Als Wassermeister der Gemeinde Ischgl bin ich zuständig für die Wasserversorgung und für die Menge und dass die Qualität passt. Ja, das läuft eigentlich mit dem Bauhofgeschehen ab. Ich habe einen Computer und da kann ich das anschauen. Sollte was falsch sein oder irgendein Leck oder was, dann kriege ich sofort eine SMS aufs Handy und kann der Sache nachgehen. Die geohydrologische Situation in Ischgl ist eine besondere. Dank permanenter Bemühungen seitens der Gemeinde ist die Trinkwasserversorgung aber auch in Zukunft sichergestellt. Also Prognose ist folgendes: Derzeit haben wir einen Spitzentagesverbrauch von 3.300 Kubikmeter und bis 2025 sind 4.150 Kubikmeter prognostiziert. Das könnten wir jetzt umrechnen von derzeit, also einwohnermäßig 24.000 sind das dann wahrscheinlich so in der Größe, mal sicher mal 34.000.